Lasst uns beten. Unser himmlischer Vater, allmächtiger und liebender Gott, Herr, bitte sei du heute hier mit uns und mitten unter uns und halte alles Störende jetzt fern, wenn wir von Silan die Predigt hören dürfen, und begleite uns auch später auf dem Weg in die Stadt, wenn wir Outreach machen. Herr, in deine Hände legen wir das und danken dir dafür. Amen. Und wir erzählen normalerweise am Anfang eine Kindergeschichte. Da wir keine anderen Kinder haben, ist die Geschichte für dich. Okay? Also hör gut zu. Und es ist eine Geschichte, die ich öfters und gerne erzähle. Eine wahre Geschichte soll es sein. Und es geht um ein Mädchen, das hieß Mary Jones. Hast du das schon mal gehört? Ja, du kennst das? Das habe ich mir schon gedacht. Und zwar hat die vor langer, langer Zeit auf der britischen Insel in Wales gelebt. Und da gibt es viele Berge. Berge kennst du, der Papa geht gerne in die Berge. Ne? Und du wahrscheinlich auch, du kannst auch kraxeln, das weiß ich. Und Mary Jones wollte eine Bibel haben. Aber zur Zeit, wo Mary Jones gelebt hat, war die Bibel sehr, sehr teuer. Und sie hat gesagt, oh lieber Gott, hilf mir, ich möchte eine Bibel. Und was hat sie gemacht? Sie hat 6 Jahre gearbeitet. Sie hat Hühner gehalten, Eier verkauft, Kleider geflickt, hat das Geld gespart, gespart, gespart. Und dann hat sie irgendwann mal gehört, dass ganz weit weg jemand eine Bibel verkaufen würde. Und dann ist sie über die Berge gegangen und ist zu dem Mann gegangen und hat gesagt, verkauf mir eine Bibel. Der Mann sagte, es tut mir so leid, ich habe hier welche, aber die habe ich schon jemandem versprochen. Und was glaubst du? War Mary Jones glücklich oder sehr, sehr traurig dann? Traurig, sie war sehr traurig und sagte, oh, was mache ich denn jetzt? Ich bin so viel gegangen, ich habe so viel gespart. Und der Mann hat das Leid dieses Mädchens gesehen und hat gesagt, ich gebe dir diese Bibel. Und weißt du, diese Geschichte hat dann andere Menschen berührt und hat gesagt, wir müssen etwas machen, dass alle Menschen Bibeln kriegen können, und die haben eine Gesellschaft, einen Verein sozusagen gegründet, damit Bibeln überall hingebracht werden können. Und wir dürfen heute dankbar sein, dass es diese Bibelgesellschaften gibt, denn mittlerweile hat fast jeder eine Bibel. Okay, eine Bibel, das Wort Gottes, ja, das ist etwas ganz Wichtiges, und Jesus wird als das Wort Gottes so oft in der Bibel erwähnt. Wir gehen heute zu einer ganz speziellen Geschichte von Jesu. Wir gehen zum Markus Kapitel 6. Wahrscheinlich hat der eine oder andere auch eine Überschrift zu diesem Kapitel und weiß, um was es da geht. Markus Kapitel 6, und wir lesen dort die Verse 7 bis 9. Es ist eine Geschichte, die eigentlich unsere Kinder sehr gut kennen. Man erzählt immer wieder davon. Und ich lese jetzt aus der Lutherbibel vor. Und Jesus macht dort etwas ganz Besonderes. Es steht dort. Und er rief die 12 und hob an und sandte sie je 2 und 2 und gab ihnen Macht über die unsauberen Geister und gebot ihnen, dass sie nichts bei sich trügen auf dem Wege. Alleine einen Stab, keine Tasche, kein Brot, kein Geld im Gürtel, aber wären geschult und dass sie nicht 2 Röcke anhätten. Nun, was macht Jesus hier? Er holt seine Apostel und gibt ihnen Macht. Das Wort für Macht ist das griechische Wort exousia, das bedeutet Autorität. Also nicht nur Jesus hatte Autorität über die bösen Geister, sondern auch seine Jünger haben diese Macht bekommen. Und er schickte sie los. Nicht alleine, sondern immer 2 und 2. Es ist Kraft im Gemeinsamsein. Es ist wirklich nicht gut, dass der Mensch allein ist. Aber auch die Aposteln sollten nicht alleine sein. Und wer schon mal Haus-zu-Haus-Arbeit gemacht hat, weiß, dass es immer gut ist, wenn der eine redet und der andere betet. Ja, der eine was sagt und der andere das unterstützt. Also zusammen ist
immer besser als alleine. Und sie sollten nichts mitnehmen. Wir sind ja Menschen eigentlich, die sich sehr gut auf uns selbst verlassen. Also das Geld in meiner Tasche gibt mir Sicherheit. Ja, wenn ich irgendwo hingehe, kann ich sagen, ich habe das, ich mache das. Ja? Aber sollten sie nicht, sondern sie sollten gehen und mit der Macht Gottes gehen. Und das ist wichtiger als alles andere. Nun, Jesus hat sie losgeschickt und sie sind voller Tatendrang losgegangen. Und sie haben tolle Sachen gemacht. Sie waren begeistert von dieser Macht. Ja, und sie sind aber nicht da geblieben. Wenn wir diese Geschichte später im Kapitel dann auch wieder lesen, sehen wir, dass sie zurückkommen. Ja? Und in Vers 30 heißt es, und die Apostel kamen zu Jesus zusammen und verkündigten ihm alles, und was sie getan haben, erzählten sie ihm und gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen danach, lasst uns an eine wüste Stelle gehen und ein wenig ruhen. Nee, da steht ruht ein wenig, es ist eigentlich ein Imperativ. Und ihrer waren viele, die ab und an gingen, aber sie hatten nicht genug zu essen. Und er fuhr da in einem Schiff zu einer wüsten Stätte, und das Volk sah sie wegfahren. Und viele kannten ihn und erkannten ihn und liefen zu Fuß dahin und kamen aus allen Städten. Also sie kamen zu Jesus. Sie wollten ihn sehen. Und Jesus ging heraus, sah das große Volk. Und interessant ist, was jetzt kommt. Und da steht, es jammerte ihm. Denn sie waren wie die Schafe, die keine Hirten haben. Und er fing eine lange Predigt an. Interessant ist, ja, was Jesus dort ganz am Anfang macht. Also die Jünger kommen, sie sind begeistert, sie erzählen, was alles passiert ist. Und da werden bestimmt viele Begegnungen gewesen sein. Aber Jesus sagt nicht, boah, das habt ihr toll gemacht, das war super, das ist klasse. Was sagt er? Lasst uns an eine einsame Stelle gehen und ruht ein wenig. Wir hatten vor kurzem diesen Retreat hier in Aachen gehabt. Also ihr seid herzlich dazu eingeladen, liebe Geilenkirchen. Da kommt dazu beim nächsten Mal. Ja, also auch an dich alle. Ruhig dazu stoßen. Wo wir uns einfach mal zurückziehen und ruhen. In dem ganzen Getreibe sagt er, lasst uns ruhen. Und die Ruhe, die brauchen wir manchmal, um das, was da kommt später, auch nochmal ganz anders einordnen zu können. Eine Ruhe gibt Besinnung. Ellen White schreibt da über diese Ruhe etwas. Wenn wir über dem Wort Gottes sitzen, wenn wir meditieren darüber und um uns herum alle Stimmen verstummen, dann hören wir ganz klar die Stimme des Heiligen Geistes. Wir brauchen Ruhe, wir brauchen das Wort Gottes. Wir brauchen Zeit nachzudenken. Nun, wir haben die Straßen, die lauten Straßen Galiläas gehabt. Und Jesus sagt, lasst uns abseits gehen. Lasst uns nicht auf dieser trubeligen Straße, wo uns jeder sieht, bleiben, sondern lasst uns abseits gehen. Es ist das Gebiet von Philipp. Ja? Herodes, Philipp, das ist sein Gebiet. Und es ist eigentlich das Gebiet von Bethsaida Julias. Die Jünger kennen diese Gegend. Und Jesus bringt sie an eine Stelle, wo er denkt, dass sie einsam wären. Aber er weiß, sie werden nicht lange einsam sein. Sie haben noch ein bisschen Zeit, mit dem Meister zu sprechen, etwas zu erzählen. Aber bald sollte sich das ändern. Tausende von Menschen, die ihn gesehen haben, sind dahin gelaufen. Sie sind eine lange Strecke, nicht ein, zwei Kilometer, sie sind mehrere Kilometer um den See herumgelaufen. Ungefähr 6,5 Kilometer. Eine lange Strecke zu Fuß. Ich weiß nicht, wie lange ihr für 6 Kilometer braucht. Das dauert schon was, ne? Aber sie haben sich nicht abhalten lassen. Und Jesus hat Zeit, Rat zu geben, mit den Jüngern zu sprechen. Ich denke, dass sie das genießen. Und interessant ist, was Jesus sagt, als er diese Menge dann auch später sieht. Er sieht diese Menge und es jammerte ihn. Er hat Mitgefühl. Er sieht die Nöte dieser Menschen.
Er kennt die Herzen dieser Menschen. Und während die Jünger noch wahrscheinlich mit Euphorie in dem sind, was sie selber haben, schaut Jesus weiter und sieht das, was verloren ist. Die Jünger sind bei ihm. Das sind die 99, die da sind. Aber er sieht das eine, was dort ist, nicht bei ihm ist, was verloren ist. Und er hat Mitgefühl. Er weiß, was in diesem Herzen ist. Er weiß, was diese Menschen brauchen. Er fühlt mit. Nun, jetzt kommt etwas, was sehr interessant ist. Die Geschichte hört hier nicht auf. Es steht in Vers 35, da nun der Tag fast dahin war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, es ist wüst hier und der Tag nun dahin. Lass sie von dir, dass sie gehen umher in die Dörfer und Märkte und kaufen sich Brot, denn sie haben nichts zu essen. Sie haben nichts zu essen. Das sind die Jünger. Die haben die Wunder gesehen. Die haben die Heilung des Jairus Tochter gesehen. Die haben die Frau gesehen, die geheilt wurde durch eine Berührung. Ja, also wenn man die vorherigen Kapitel sieht, ein Wunder nach dem anderen. Und sie kommen und sind ganz pragmatisch und sagen, lass sie doch gehen, dass sie Brot kaufen. Was sagt das über den Glauben der Jünger? Sehr weltlich, oder? Wo ist Gott da? Petrus, Andreas, Philippus, die kommen aus der Gegend von Bethsaida. Sie kennen die Gegend sehr gut und sie wissen ganz genau, was wo gemacht werden kann. Aber wie können 5000 in diesem kleinen Örtchen, Städtchen vielleicht gesättigt werden? Ist doch eigentlich schwierig, oder? Und sie sagen trotzdem, lass sie doch gehen, damit ist das Problem für uns erledigt. Wir sind raus. Wir haben unsere Aufgabe getan. Du hast doch gepredigt. Das war's. Und wie ist es nicht so oft bei uns hier in der Gemeinde? Wir sind am Sabbat hier. Wir machen unsere Sabbatschule. Und dann gehen wir hier rein. Das ist alles toll. Und dann gehen wir hier raus. Und das war's dann für uns. Das ist unser Adventistsein. Von Woche zu Woche. Okay, wir machen noch ein bisschen Bibelstudium. Wir sind ja doch nicht ganz so wenig unterwegs. Aber da hört es auf, es geht um viel mehr. Und ihr wisst, beim letzten Mal habe ich auch darüber gepredigt, dass da, wo ihr seid, ein Licht sein soll. Das ist die Arbeit, das ist eure Nachbarschaft, das ist eure Familie. Nun, Jesus gibt eine Antwort. Und es ist interessant, wie er wieder darauf antwortet. Die Jünger kommen zu ihm und sagen, lass sie gehen. Damit wäre es erledigt. Das Problem wäre gelöst, die Menschen sind weg. Jesus sagt zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Und was sagen sie? Sollen wir denn hingehen und für 200 Groschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Sie sind schon wieder weltlich unterwegs. Ja, anstatt zu sagen, Herr, wenn du sprichst, dann kann ich das machen, ich kann sogar übers Wasser gehen, sagen die, okay, Geld und wir gehen kaufen. Jesus geht darauf nicht ein. Es ist ganz interessant, wenn wir nämlich zu Johannes gehen, Johannes Kapitel 6, dann lesen wir etwas, was ganz interessant ist, da kriegen wir noch ein paar Infos mehr dazu. Johannes Kapitel 6, und da lesen wir die Verse 5, 6 und 7. Da steht geschrieben, da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus, wo kaufen wir Brot, dass diese essen? Vers 6 sagt, das sagt er aber ihnen zu versuchen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Also wir haben ja eine Prüfung der Jünger. Eine Prüfung der Jünger, ja? Naja, was sagt Philippus drauf? Er sagt,
Für 200 Groschen ist nicht genug unter sie, dass ein jeglicher ein wenig nehme. Es ist interessant, ja, was dann kommt. Philippus sagt, ja, aber das ist doch wenig eigentlich für diese ganze Masse. Philippus. Und deshalb ist es auch jetzt, wenn wir die nächsten Verse sehen, gut, warum wir nicht alleine sind. Was dem einen nämlich nicht einfällt, kann dem anderen sehr gut einfallen. Wir haben jetzt Andreas, der spricht, und er sagt, es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das unter so vielen? Gerste war ziemlich billig. Ja, also es ist nicht der Weizen, es ist Gerste. Zur damaligen Zeit eigentlich das, was die einfachsten Menschen haben. Nichts Teures, nichts Besonderes. Ja? Es ist nicht viel. Und wenn wir wieder zum Markus Kapitel 6, 37 gehen, dann gibt es etwas, was wir nicht vergessen sollten. Gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Eine Prüfung gewesen und sie sind durchgefallen. Jeder Einzelne. Ich sage nicht, ihr sollt Fisch essen. Es geht um viel mehr als das Körperliche. Natürlich hat Jesus die körperlichen Bedürfnisse dieser Menschen wahrgenommen. Er hat ihnen das gegeben, was sie brauchten. Aber er gibt ihnen viel mehr. Er gibt ihnen die geistliche Speise, das, was sie eigentlich brauchen. Und es ist wieder Jesus' Methode alleine. Ja? Er ist unter dem Volk, also er ist nicht so heilig und abgesondert. Er ist unter dem Volk, er ist unter ihnen. Er sieht die Nöte und er schafft Abhilfe. Er weiß, was sie brauchen. Und er weiß noch viel mehr als die anderen, was sie eigentlich hier innen brauchen. Gott weiß, was wir brauchen. Und er weiß, wer da draußen ist und genau das braucht, was wir hier haben. Ihr kennt dieses Zitat. Wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Jeder, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat. Also kein Zwang. Nicht widerwillig oder gezwungen. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Also wenn wir was machen, dann sollten wir es nicht machen, weil uns jemand nötigt und sagt, du musst dabei sein. Sondern ihr solltet mit dem Herzen dabei sein. Da draußen gibt es Menschen, die diese Wahrheit brauchen, die danach suchen und sie nicht finden können und dann plötzlich aus Tümpeln trinken müssen, die verseucht sind. Wir haben über das Okkulte gesprochen. Der Teufel ist aktiv. Und wir sollten es auch sein. Gott ist mächtig, euch jede Gabe im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem alle Zeit Genüge habt und überreich seid zu guten Werke. Gott ist das. Gottes Macht gibt uns das, was dafür sorgt, dass wir bereit sind, auch andere segnen zu können. Er hat ausgestreut und den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit. Vergesst nicht, dass Gott durch Menschen arbeitet. Jeder Einzelne von euch in dieser Gemeinde ist hier nicht bei Zufall. Er hat eine Aufgabe. Der Epheserbrief sagt, ihr wart einst Finsternis, jetzt seid ihr Licht. Wir sind Licht, wir sind Lichtspender. Und was bringt es das Licht, wenn es keiner sehen kann? Was nützt uns die Wahrheit, wenn die Menschen da draußen es nicht mitkriegen? Das habe ich eben schon erwähnt. Da, wo ihr seid, sollt ihr ein Missionar sein für Gott. Ihr seid ein Lichtträger, ihr seid Botschafter Christi. Egal wo, sollt ihr Licht spenden. Wenn die Menschen euch kennen, müssen sie wissen, welcher Gott dahinter steht. Sie müssen wissen, da ist ein Unterschied. Die sind irgendwie anders, die sind komisch. Ich habe immer gesagt, die Adventisten sind komisch. Jetzt bin ich selber einer. Ja? Aber
Das ist Gottes Gnade. Wir gehen heute mit Glowflyern raus, das muss ich jetzt noch einbringen. Die haben wir in der Gemeinde. Ja, bringt sie raus, bringt sie diesen Menschen. Ihr könnt euch viele mitnehmen, aber macht was. Ihr müsst nicht immer Bücher dabei haben. Ja? Bambuslehre. Ich weiß nicht, wer sie kennt. Wir haben sie, glaube ich, schon mal erzählt. Aber jeder von euch weiß auf die eine oder andere Weise, dass wenn man einen Samen in den Boden tut, manchmal nach Wochen schon der erste Keimling kommt, bei manchen Sachen schon nach Tagen. Beim Bambus ist es anders. Erstmal muss das Feld gereinigt werden. Und dann wird der Samen eingepflanzt. Und der erfahrene Bambusbauer, der wird das Ackerfeld immer weiter bearbeiten und bearbeiten. Er wird nicht aufhören. Monate vergehen. Kein Samen, der sprießt. Kein Keimling. Aber er hört nicht auf. Der unerfahrene Bauer, der würde sagen, okay, ich habe was gemacht, es bringt nichts, wir lassen es. Aber der Erfahrene weiß, es braucht Jahre, 7 Jahre, bis der erste Spross rauskommt. 7 Jahre wird gearbeitet, man sieht nichts. Und dann? Dann wächst er und er wächst ganz schnell und er geht Meter hoch. Und wenn der Taifun kommt und die riesigen Bäume ausgewurzelt werden, der Bambus, der steht. Denn das, was wir nicht gesehen haben, ist unterirdisch passiert. Es gibt ein Netzwerk von Wurzeln, die so fest miteinander sind, dass nichts rausgerissen werden kann. Ich denke, hier ist auch eine Lehre für uns. Wir sind manchmal entmutigt. Wir machen, wir tun und denken, es passiert nichts. Aber das Wirken des Heiligen Geistes hat seine eigene Zeit. Zeit. Jeder Mensch hat seine eigene Zeit. Aber unsere Aufgabe ist es, zu wirken. Und der Korintherbrief sagt, dass Gott den Samen aufgehen lässt. Und er weiß ganz genau, wann. Zu beten und glauben. Lasst uns rausgehen. Lasst uns dieses Material wegbringen. Aber lasst uns beten und glauben. Und da müssen wir beharrlich sein. Nicht loslassen. Arbeite und bete, bete und arbeite. Das geht Hand in Hand. Also die, die heute nicht rausgehen, ich würde euch bitten, für uns zu beten. Wir gehen nicht in eigener Kraft daraus. Wir brauchen Gott. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Es ist eine wahre Geschichte. Ihr wisst, dass Kuba kommunistisch war. Und die Adventisten haben es sehr schwer in Kuba gehabt. Es gab einen Prediger, der ist so oft verhaftet worden und dort gibt es auch Folter und Menschen kommen auch nicht mehr zurück. Aber er ist rausgekommen und er hat die Flucht gewagt und er ist nach Amerika gegangen und hat dort dann gearbeitet. Und er ist dann mit seinem Sohn in den Straßen gewesen und ein Sohn hat dort einen Bettler gesehen und hat sich mit dem unterhalten. Er hat verstanden, dieser Bettler ist ziemlich klar im Kopf. Ein ganz kluger Mensch. Und es hat sich eine Freundschaft entwickelt. Man hat den Menschen zu sich eingeladen. Und er hat dann immer wieder eine saubere Kleidung bekommen. Und dann einmal haben die gesagt, komm bitte nächste Woche zu uns, wir kriegen Besuch. Wir kriegen Besuch. Naja, dann kam dieser Mann auch von der Straße, hieß Hector. Und geht dann rein und dann sieht er jemanden. Und es ist wie ein Geist aus der Vergangenheit. Der Mann, der auf der Straße war, war Richter in Kuba. Und er hat eine Lieblingsbeschäftigung gehabt. Er hat die Adventisten in den Knast gebracht. Nicht nur, dass er jetzt in einem Haus der Adventisten war, sondern der Mann, der dort am Tisch gesessen hat, war einer, den er ins Gefängnis gebracht hat. Und wie Gott das macht, ja, er ist natürlich erkannt worden. Ja. Aber er hat gesehen, wie dieser andere Prediger ihm vergeben hat. Er hat die Gnade Christi kennengelernt. Und er hat gesehen, dass all das, was er dort gemacht hat, total falsch war. Wie ein Saulus irgendwann mal erkannt hat, dass er eigentlich gegen Gott gegangen ist. Und er hat sich taufen lassen und es ist live übertragen worden.
Und Menschen haben das gesehen und sind so berührt worden und haben sich auch taufen lassen. Lasst uns mit den offenen Augen durch die Straßen gehen. Dort sind Menschen, die Jesus brauchen. Und wenn es nur ein kleiner Flyer ist, den ihr weggeben könnt, Gott gebraucht es. Die Literaturarbeit wird in der dreifachen Engelsbotschaft eine besondere Rolle spielen. Es gibt ein Zitat von Ellen White und dort heißt es: Bald werden sich mehr als 1000 an einem Tag bekehren, von denen die meisten ihre erste Glaubensüberzeugung auf das Lesen unseres Schrifttums zurückgeführt werden kann. Jetzt müssen wir verteilen, aber wenn der Spätregen kommt, werden sich Tausende an einem Tag bekehren. Und das kann nicht passieren, wenn wir unsere Aufgaben nicht machen. Ja, möge Gott uns da wirklich segnen, dass wir die Augen und Hände Jesu sind, dass wir Mitgefühl mit den Menschen da draußen haben und erkennen, dass der Himmel sein Wertvollstes gegeben hat, damit noch mehr Menschen gerettet werden können. Und möge er uns helfen, dass wir alle aktiv bleiben und nicht schlafen, damit wir ein starker Arm Gottes sein können. Amen. Lieber Heiland, wir loben und preisen dich dafür, dass du ein Gott bist, der uns sieht, der uns nahe ist, Herr. Und gib uns deine Liebe in unsere Herzen, dass wenn wir Menschen um uns herum sehen, sie doch mit deinen Augen sehen mögen. Wir bitten dich, Herr, dass du jetzt auch segnest, was getan wird. Dass wenn wir da rausgehen, Herr, wissen, dass nicht mit Herr und eigener Kraft, sondern durch dein Geist es geschehen wird, dass Menschen berührt werden. Und wir danken dir, Herr, dass du treu und gerecht bist und dass all deine Verheißungen ein Ja und Amen in dir ist. Und das bitten wir heute in dem mächtigen Namen unseres Heilandes, Jesus Christus, und sagen Amen.